Hallöchen zu einer neuen Folge die Sims 4 Legacy Challenge. Ich bin wieder zurück. Wir sind noch bei Mia zu Hause. Als erstes, ich habe mir heute noch einen Mod installiert. Und zwar nach der Anleitung von der lieben Catsby van Dope. Ich kann das Ganze ja mal da oben in dem Info-Ding verlinken, falls euch das interessiert. Und zwar ist das der Drogen- und Alkohol-Mod. Und ich glaube, der spielt in diesem Let's Play noch eine ganz kleine, witzig kleine Rolle. Wir warten es ab. Also, es ist gerade 18 Uhr. Und ich habe gedacht, theoretisch können die Guten ja mal jetzt feiern gehen. Weil es ist 18 Uhr. Ihr geht's gut, sie sind noch nicht müde. Und sie beschließen jetzt, komm, wir gehen jetzt nochmal weg. Vielleicht noch was trinken. Okay, das kam auch damit. Also, wir können auch Drogenhandel betreiben, das machen wir jetzt mal nicht. So, wir reisen dann jetzt erstmal weg. Wir reisen heute einfach hier im Club Calico. Da waren wir zwar schon mal, aber ich glaube, es wäre unrealistisch, wenn sie jetzt in eine andere Welt reisen könnte. Ich muss unbedingt mal noch ein paar Dinge da installieren. Oh, ich bin halt irgendwie unfassbar müde. Tut mir echt leid. Getränk bestellen. Getränk für die ganze Gruppe bestellen. Ist nicht viel günstiger, aber okay. Und zwar gönnen sie sich hier erstmal von Hound Estate Merlot. Also ein Rotwein. Ich glaube, das würde ganz gut passen, wenn sie jetzt erstmal Rotwein trinken und ein bisschen ihren Mädelsabend genießen. Und mal gucken, was der Abend noch so bringt. Wer weiß. Also erstmal werden sie jetzt einen Wein trinken und dann vielleicht noch einen Wein und mal gucken. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass die beiden das selber anhaben. Sorry. Und die gute Nele hat irgendwie ein bisschen zugenommen. Naja, aber das finde ich gar nicht so schlimm, mal so ein bisschen mehr auf den Rippen. Oh, Mia. Gleich. Kipps weg. Genau, und zwar möchte ich einfach auch mal testen, wie dieser Drogenmod so geht, also ob das, wie das funktioniert mit dem Alkoholmod und so, und ich glaube, das passt ganz gut, wenn sie heute vielleicht ein bisschen betrunken ist. Ich wollte mir das mal kurz hier angucken. Es ist schon schick hier. Ist schon hübsch. Auf jeden Fall lasse ich sie jetzt hier erstmal. Was tust du? Fabelhafter Finish, weil Nektar getrunken. Okay. Angemessenes Gespräch, was ist hier? Tiefe Bindung wegen Sozialkontakt. Okay. Und hier beschwipst, wegen Alkohol getrunken. Naja, ich würde sagen, sie trinkt jetzt einfach, sie bestellt sich jetzt noch ein Getränk. Getränk bestellen. Und zwar ein Wodka-Soda. Weil man kann ja nie genug trinken, ne? Und dann bemerkt sie halt, sie ist erstmal betrunken und sie beschließt dann erstmal nach Hause zu gehen und beschließt dann erstmal nochmal sich mit Benito zu. Benito? Ich vergesse den Namen mal. Don't judge me. Und vielleicht trifft sie da auch noch beschwipst, wie sie ist. Jemand anderen. Und zwar trinkt sie dann jetzt mal noch Getränk bestellen. Eine Rum-Cola. Und dann sollte das eigentlich klappen. Sie denn? Ach da. Los, bestell das. So, also, sie haben jetzt erstmal ein bisschen ihre Poolparty gefeiert. Nele muss jetzt erstmal schnell auf Toilette und beschließt dann nach Hause zu gehen, weil sie doch schon ganz schön beschwipst ist. Und will dann aber nochmal jetzt gleich in den Park gehen. Los, geh auf Toilette. Los, geh auf Toilette. Geschmeidiges Getränk. Genau, hier, sie beschwipst wegen Alkohol. Und sie geht jetzt erstmal schnell auf Toilette und dann geht sie in den Park, um Benito zu treffen. Und dann gucken wir mal, ob sie nicht betrunken noch ganz andere Dinge macht. Sie ist auf jeden Fall sehr gesprächig. Nicht lässt die Gesprächsbereitschaft so sehr ansteigen als Alkohol. Nele fühlt sich unter diesen Umständen zurzeit gerade relativ wohl in ihrer Haut. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Es ist jetzt 1.46 Uhr und sie geht jetzt einfach mal. Sie reist jetzt mal. Ich glaube, betrunken wie sie ist, traut sie sich jetzt einfach mal, diese Residenz hier zu besuchen, alleine.
Und sie ist gerade sehr, 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 sehr aufgeregt, aber sie ist betrunken und es ist alles gerade relativ egal. Und oh, der kleine Dudu. Erstmal kann sie ihn ja freundlich begrüßen. So, das ist schon mal gut. Wenn man mit dem Hund gut klarkommt, kommt man auch mit dem Herrchen gut klar. Und wie betrunken wie sie ist, klopft sie natürlich an die. Er lässt sie natürlich auch rein. Mitten in der Nacht lässt er eine wildfremde Frau rein. Okay, und dann geht sie hin und stellt sich erstmal freundlich vor. Lustig vor. Was machst du da? Ach, sie sitzt dort und redet mit ihm. Und natürlich sitzen sie bei ihm in der Wohnung, als wär das total normal. Total normal. Klar. Und dann erzählt sie ihm jetzt eine unfassbare, unglaubliche Geschichte, weil es ist so unglaublich. Wenn man betrunken ist, ist alles unglaublich. Und ich habe übrigens das Haus hier noch ein bisschen umgeändert. Es sah eigentlich von innen anders aus. Und hier stand noch ein Bett, aber er braucht ja nicht noch ein Bett. Deswegen ist da jetzt so die Hundeecke hingekommen. Ja. Aber ich liebe dieses. Ich finde es so schön hier. Ich liebe dieses Haus. Danke an die Person, die das erstellt hat. Apropos Häuser. Ich habe mir überlegt. Es ist ja immer ziemlich schwierig. Also ich weiß nicht, ich finde es immer sehr schwierig, wenn man sich denkt, oh, ich lade mir jetzt mal ein Haus runter aus der Galerie, weil ich brauche ein Haus. Dann ist das Haus nicht immer gleich schön. Also wenn euch das interessieren würde, dass ich einfach mal ein paar Häuser teste oder so und gucke, ob die praktisch sind, ob die gut gebaut sind und so, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, weil das würde mich echt interessieren. So, also die beiden Schnuggis lernen sich jetzt hier erstmal kennen. Sie macht ihm natürlich ein Kompliment übers Haus und dann tratschen sie ein bisschen. Und dann erzählt sie ihm noch eine fesselnde Geschichte und erzählt, ich wohne schon eine ganze Weile hier und ich hab dich noch gar nicht gesehen. Und dann fragt sie ihm nach seinem Tag und redet über die warmen Temperaturen mit ihm. Und ich möchte einfach, dass sie sich erstmal ein bisschen kennenlernen. Ups. Und dann geht sie aber erstmal wieder nach Hause. Weil so, sie hat jetzt gut bis um 1 geschlafen. In der Zeit kam die Postfrau. Und wir müssen 61 Simoleons bezahlen, was noch okay ist. Allerdings muss sie dafür jetzt mal ein bisschen Geld verdienen. Weil wir haben nur 55 Simoleons. Wir wollen natürlich auch heute Abend vielleicht doch mal weggehen. Und gerade sieht es nicht so gut um sie aus, vom Geld her. Deswegen geht sie jetzt einfach mal hier so ein bisschen graben. So, Mia ist gerade gekommen. Wir haben einiges an Geld verdient, weil wir ein paar Dinge verkauft haben. Und die machen natürlich sich jetzt Gedanken, wie das heute Abend ablaufen soll, wie sie mit einer größeren Gruppe da weggehen wollen. Und sie kann hier mal das hier bitte noch essen. Und die planen quasi jetzt mal den Abend ein bisschen. Und bin ich mal gespannt, wie das dann heute Abend abläuft. Die Süßen planen das hier so. Und sagt sie, ja, wir können ja mehrere einladen und vielleicht kann auch der Bandit kommen. Und dann. Ja. Und dann sagt sie, ich weiß nicht so richtig, warte, ich schreibe den mal. Mal gucken, was sie antworten. Und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich lasse die beiden jetzt hier mal noch ein bisschen weiter planen und quatschen und so. Und dann gucken wir mal. Sie hat auf jeden Fall jetzt eine Antwort bekommen und die meinten, ja klar, wir sind heute Abend dabei. Das wird richtig lustig. Wir können ja schon ein bisschen früher los. Und ich glaube, die machen am besten so ein bisschen früher los. Am besten jetzt oder so. Sie geht jetzt nochmal auf Toilette. Und dann machen sie sich auf den Weg und gehen heute Abend mal ein bisschen weiter weg. Und zwar geht's jetzt. Mal gucken, wer alles mitkommt. Ich werde Justin mitnehmen, Clara mitnehmen, Mia mitnehmen, Ben nehmen wir natürlich mit. Der hatte ja zugesagt. Und den Rest kenne ich nicht. Und dann fahren die heute mal in eine andere Stadt. Sie haben sich so überlegt, komm, wir reisen heute mal woanders hin. Und zwar, ich weiß es nicht. Gehen Sie hier zum Blauen Samt in den Nachtclub. Und los geht's. So, Sie sind jetzt hier angekommen. Wer ist hier? Samira. Die sieht aber auch nett aus.
Na dann tanz mal schön. Alle sind da, alle sind glücklich und ich würde sagen, sie holt sich jetzt erstmal was zu trinken. Getränk bestellen. Lieblingsgetränk bestellen, was auch immer ihr Lieblingsgetränk ist. Es ist super heiß hier. Oha, Hitzewelle. Naja, aber witzig, wie sie hier alle sitzen. Das finde ich echt witzig. Und ich muss mal gleich mal gucken, ob wir mal ein cooles Bild hinkriegen. Das mache ich jetzt. So, erstmal 3 Jahre lang hier versucht, ein gutes Thumbnail hinzukriegen. Auf jeden Fall würde ich sagen, sie spricht jetzt erstmal ein bisschen mit Ben und dann Getränk bestellen. Getränk für Gruppe bestellen. Oh, das ist aber. Getränk bestellen für. Und dann bestellt sie halt jetzt einfach mal für Ben ein Getränk und holt sich selber halt noch Getränk bestellen. Und dann nimmt sie selber noch Wein. Und dann gucken wir mal, wie das alles jetzt wird. Oh, sie ist betrunken. So. Und jetzt. Betrunken wie sie ist. Ist sie einfach mal mutig und macht mal einen Anmachspruch. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt klappt. Aber. Wow! Und dann. Würde ich sagen, sie fragt ihn erstmal nach der Nummer. Wo geht sie denn jetzt gerade hin? Und dann würde ich sagen. Flirtet sie ein bisschen mit ihm. Und dann würde ich sagen. Knuddeln sie ein bisschen. Und dann macht sie ihn nochmal an. Und dann flirtet sie noch ein bisschen. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Oh, das ging nicht so gut. Nein, 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 was auch immer ihr da gerade tut, hört auf damit. Oh nein! Und da macht nochmal. Nein! Oh nein! Warum? Was ist denn jetzt so schlimm? Oh, jetzt vertragen sie sich wieder ein bisschen mehr. Und dann verschönert sie ihm mal noch den Tag. Ich habe eigentlich was anderes erwartet. Aber ich glaube, er sagt jetzt einfach: Komm, du bist betrunken. Ich bringe dich jetzt nach Hause. Und, er sagt, es reicht jetzt. Wir gehen jetzt nach Hause. Es ist gut für heute. Du hast zu viel getrunken. Und sie gehen aber erstmal zu ihm, weil ihr ist es relativ peinlich, wie sie wohnt. Und er weiß ja noch nicht, dass sie direkt nebenan wohnt. Und, genau, deswegen gehen sie jetzt erstmal zu ihm, weil er macht sich auch ein paar Gedanken, weil sie so betrunken ist. Und, dann. Verschönert sie noch ein bisschen Tag. Natürlich, sie redet jetzt relativ viel und dann macht sie ihm noch ein Kompliment übers Haus und dann geht sie schnell hier auf Toilette. Und dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Romantik. Wir versuchen das einfach nochmal. Wir versuchen es einfach nochmal. Und er macht dauernd Sport. Das ist doch nicht normal. Es ist doch nicht normal hier. Auf jeden Fall geht sie jetzt einfach trotzdem nochmal hin, weil sie ist so betrunken, ist das so egal, freundlich. Romantisch. Und dann macht sie nochmal einen mutigen Anmachspruch und guckt mal, ob das klappt. Und es hat. Er ist drauf eingegangen. Weil sie sich denkt, funktioniert doch. Dann geht sie einfach halt mal hin und flirtet mal mit ihm. Und versucht, ob das funktioniert. Sie ist auch nicht mehr richtig betrunken, sie ist noch beschwipst und. Deswegen, sie kriegt das jetzt alles schon mit. Sie macht ihm jetzt mal ein Kompliment über sein Aussehen und flirtet nochmal mit ihm. Aber irgendwie klappt das gerade nicht mehr so richtig. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Irgendwie hat mein Spiel gerade nicht so Lust. Flirte doch mal mit ihm. Warum geht das jetzt dauernd nicht? Immer wenn ich mehr mache, geht das nicht. Das ist nicht nett. Und dann könnt ihr doch mal knuddeln, ihr zwei Cuties. Macht ihr das? Oder mögt ihr euch. Mögt ihr, warum?
Wenn mir irgendjemand sagen kann, warum das hier die ganze Zeit nicht geht, so wie ich das möchte, dann sagt es mir. Bitte. Ich finde das nicht gut. Er will das nicht? Oh nein! Und jetzt ist sie natürlich beschämt. Jetzt geht sie nach Hause, weil sie sagt, ja, ich gehe jetzt nach Hause, es reicht. Und irgendwie komme ich bei dem Mann nicht so, wie ich das möchte. Und es klappt alles nicht so, wie sie das möchte. Und sie denkt darüber nach, ob sie nicht vielleicht doch einfach nur Freunde sein sollten. Weil das ist unangenehm und sie mag ihn total, aber ich glaube, sie beschließt jetzt erstmal bei ihm einfach nur Freundschaft zu gehen. Und damit beende ich jetzt diesen Part und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Tschüss.